Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX und EdgeTX Weekly. Und ihr seht das Setup jetzt hier mit der FreeSky-Anlage. Und daran ist leicht zu erkennen, dass es in dieser Folge tatsächlich mal wieder ein bisschen zumindest um EdgeTX und ELS gehen wird. Die Serie heißt ja, oder der Kanal heißt OpenTX Weekly, und jetzt kommen die Folgen in Tagesabstand. Ja, das liegt so ein bisschen daran, an den Nachfragen, die jetzt entstanden sind. Und ja, das waren im Grunde genommen zwei Stück. Frage Nummer eins war: Kann ich denn die Verbindung, upsala, von dem Mastersender zu dem renovierten Varioprop-Sender, kann ich diese Verbindung dann nur über das ELRS-Modul herstellen? Ich hatte ja letztes Mal gezeigt, dass ich hier jetzt auch das ELRS-Modul drauf habe. Das ist der momentane Stand und die Verbindung vom Master zu der renovierten Varioprop, wenn man das denn will, die funktioniert natürlich auch alleine, geht über ELRS. Ja, muss das unbedingt ELRS sein? Die Antwort ist ja, natürlich nein. Man muss das nicht über den ELRS-Empfänger hier machen, sondern man könnte beispielsweise auch die alte Graupner-Welt mit einer neuen Graupner-Welt, habe ich jetzt hier mal nicht hingelegt, aber zum Beispiel, ich hätte jetzt meinen MC16 hier auch noch nehmen können, hätte man also auch hiermit verbinden können, allerdings natürlich nicht über ELRS, sondern man müsste dann an diesen Verbinder hier tatsächlich noch einen extra Empfänger anschließen, also beispielsweise hier so einen kleinen Hot-Empfänger, die gibt es ja auch noch kleiner, und da findet man sicherlich einen Platz, wo man den hier irgendwo noch unterbringen kann. Ein kleiner Nachteil von dieser Variante mit einem externen Empfänger wäre, dass bei Hot SUMD, SUMD V3 würde auch Schalter transportieren oder einfach nur SUMD, und die Telemetrie, die brauchen zwei serielle Verbindungen zu dem Kommunikationspartner, also in dem Fall zu der Varioprop Elektronik. Hier haben wir aber nur eine solche serielle Schnittstelle. Das heißt, da würde man auf Telemetrie verzichten, also Telemetrie von dem zu dem. Man könnte beispielsweise hier, wenn das eine Graupner-Anlage wäre, nicht die Akkuspannung sehen. Das gilt für HOT-Systeme, das gilt für S-Bus-Systeme, das gilt für iBus-Systeme, ja, für fast alle, außer man wäre ein glücklicher Besitzer einer Futaba-Anlage als Mastersender und man hätte einen Empfänger, der tatsächlich das Futaba S-Bus 2-Protokoll schon kann. Dort werden nämlich die Servodaten und die Telemetriedaten über einen seriellen Link transportiert, und das kann diese Varioprop-Elektronik. Gut, das war Frage Nummer 1. Nachfrage Nummer 2 war: Warum habe ich denn eigentlich hier diese Schalter liegen? Das ist hier alles ein bisschen durcheinander gekommen. Diese Schalter liegen, wenn ich die doch in die Varioprop gar nicht einbauen kann. Naja, die Idee war, dass man dieses neue Mainboard auch in andere alte Fernsteuerungen einbauen kann, beispielsweise in die gelbe und rote Graupner. Dann muss die Platine ein bisschen kleiner sein. Ich habe da extra so eine weiße Linie hier schon aufgezeichnet. Da kann man das Mainboard gefahrlos verkleinern. Oder man kann es auch in eine Futaba F14 einbauen. Und wer die kennt, weiß, dass man dort zwei solche Achtfachschalterblöcke einbauen kann. Dafür sind die tatsächlich da. So, das waren die Nachfragen. Und jetzt kommt das Neue. Es ist nicht so super viel. Drehen wir die Anlage wieder um. Es geht ja nach wie vor um die Varioprop und um die Schaltfunktionen. Wie gesagt, diese Anlage hat ja nun keine physischen Schalter. Ich habe ja schon mehrfach gezeigt, dass man eben die Schaltfunktionen für diese Anlage dann über ein Handy bedienen kann. Oder beim letzten Mal hatte ich auch gezeigt, dass es eben
möglich oder hatte angedeutet, dass es möglich wäre, dass über den Mastersender, wenn man denn einen zu Hilfe nimmt, möglich ist. Und um uns das anzugucken, benutzen wir wieder den Corona-Empfänger, diesen RP8D1. Das sind die einzigen 40 MHz-Empfänger, die ich noch habe. Und damit dort an den Ausgängen hier auch ganz normale alte analoge Schaltmodule funktionieren, musste ich die Firmware auf dem Empfänger hier ebenfalls modifizieren. Da gab es auch schon eine Folge dazu. Und das ist hier mein Opferempfänger. Da ist der Schrumpfschlauch drum weg. Es ist aber ein Corona RP8D1. Und diese Firmware, die hier drauf ist, kann nicht nur daran angeschlossene alte analoge Schaltmodule bedienen, sondern sie kann das so ähnlich, wie man das von Graupner-Empfängern, modernen Hot-Graupner-Empfängern kennt. Die können also auch kleine Lasten wie LEDs direkt an den Servoausgängen schalten. Und das habe ich jetzt hier auch mal eingebaut. Und damit ich hier nicht so viel auf dem Schreibtisch liegen haben muss, habe ich das jetzt mal mit dieser Möglichkeit hier genutzt. Okay, und genau diese Schalterei wollen wir uns dann nochmal anschauen. Dazu muss ich das Ganze erstmal hier in Aktion versetzen. Ich schalte jetzt erstmal hier den alten Sender ein. Am Netzgerät, der hat keine Akkus eingebaut, aber das spielt hier jetzt keine Rolle. Ich schalte ein, dann sehen wir es hier am Drehspulinstrument, da ist also Power drauf. Und jetzt schalte ich auch schon mal den Empfänger ein. Der ist schon gescannt, also gebunden, würde man heute vielleicht sagen, auf den Kanal, den diese Varioprop hier dann gleich verwendet. Ich meine, das war Kanal 58, spielt aber auch keine Rolle, weil er ist ja im Momentan schon gebunden. Außer ich habe hier das geändert, dann müssten wir es gleich nochmal binden, aber das werden wir sehen. So, jetzt blinkt der Empfänger da fröhlich vor sich hin, langsam. Das ist das Zeichen, dass der im Fail-Safe-Modus ist, weil er ja kein HF-Signal von der Varioprop empfängt. Das ist ja auch schon, glaube ich, erkennbar gewesen bei den letzten Folgen. Man schaltet zwar die Varioprop ein, aber zunächst einmal als kleines Sicherheitsfeature sendet sie gar nichts aus. Und das aktivieren wir jetzt mal nicht über das Handy. Man könnte das auch so machen, indem man die beiden Knüppel beide so nach innen bewegt. Mache ich jetzt aber auch nicht. Wir aktivieren das über unseren Mastersender. Wenn ich jetzt nicht so lange geredet habe, dann müsste das ELRS auch noch bereit sein, sich zu binden. Ich gucke mal gerade unten drunter. Nein, ich habe zu lange geredet. Das ist schon im Wi-Fi-Modus. Deswegen muss ich den hier noch mal kurz ausschalten und wieder einschalten. Jetzt ist das ELRS wieder im Bindemodus und wir sehen, die Telemetrie ist da. Es ist also jetzt gebunden. Ups, was habe ich da gemacht? Das wollte ich gar nicht. Okay, erster Schritt wäre jetzt hier von der Varioprop mal die HF einzuschalten. Das kann man, wie gesagt, über das Handy machen. Machen wir jetzt aber nicht, sondern wir machen das einfach mal hier über den Mastersender. Habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. Wer etwas schon mal mit ELRS gemacht hat, der weiß, das ist ein Konfigurationsskript. Ein universelles Konfigurationsskript von ELRS für alle ELRS-Geräte gibt. Also auch passt das jetzt für die Varioprop interessanterweise. Man muss hier also außer dem ELRS-Skript auf dem Mastersender nichts weiter erstmal installieren. Wir bekommen das typische Menü. Die ELRS-Anwender kennen das schon. Und ich gehe mal hier runter. Dort ist ein Menüeintrag, der heißt Other Devices. Das selektiere ich hier und siehe da, wir bekommen hier die Varioprop schon angezeigt. Jetzt baut sich das Menü auf und hier steht noch RF, also Radio Frequency ist noch off. Schalte ich jetzt mal ein. Und das Servo hat gezuckt, bewegt sich auch jetzt. Und der Empfänger leuchtet dauerhaft, also ist er zufrieden. Er hat sein Signal, geht aus dem Failsafe raus und ich gehe jetzt hier aus dem Skript raus. Genau, und ja, wir haben das Schaltmodul, die Möglichkeit hier zu schalten. Das geht jetzt hier über die physischen Schalter. Ups, kann ich natürlich schalten.
Ich glaube, das ist dann der dritte, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Genau, also 1 und 3. Und ich kann das jetzt auch über ein Widget machen. Und das wäre jetzt etwas, was jetzt nur bei HTX-Sendern geht. So ein ähnliches Widget, was ich auch für meinen Cruise-Controller benutze. Für dieses Ding hier. Und beispielsweise die Kanal 1, also Funktion 1 war das, haben wir hier die Möglichkeit einzuschalten, wieder auf neutral oder zur anderen Seite. Gut, das funktioniert natürlich nur bei den alten analogen Schaltmodulen. Bei denen kann man ja die Schaltausgänge nicht unabhängig voneinander schalten, sondern man kann immer nur den einen Ausgang oder den Ausgang schalten. Deswegen ist das hier mit solchen Slidern gelöst. Und das kann man auch schalten. Genau, und die anderen Buttons hier, die sind momentan außer Funktion. Das sind so Toggle-Buttons. Das ist natürlich für Schaltmodule jetzt geeignet, die tatsächlich jede Funktion einzeln schalten können. Genau, so, das war das kleine Update. Also, man kann alles jetzt auch über ein entsprechendes Widget bedienen von dem Master-Sender aus, nicht nur über die physischen Schalter oder über das Handy. Also Möglichkeiten genug, vielleicht schon viel zu viele. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß damit.